Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute The Wizards und das Spiel ist auf Steam für 24,99 erhältlich. Ist am 8. März rausgekommen. Ich glaube, vorher war es in der Early Access. Und ja, das Spiel gibt es auch spielbar für die Windows Mixed Reality Brillen. Da gibt es nämlich ein Beta-Patch momentan. Man kann das Spiel dann auf Beta umstellen, lädt ein Update und dann ist es auch wohl spielbar oder man kann es auf jeden Fall testen. Die sind da dran, dass die volle Windows Mixed Reality Unterstützung da ist. Und das Geilste ist, das kommt am 12. März für die PSVR raus. Also Leute, die jetzt auch eine PSVR haben, guckt euch das Spiel hier an und lohnt sich mit Sicherheit. Ich habe eben mal so 15 Minuten getestet und ich fand es echt extrem gut. Passt alles, Bewegungsabläufe und so weiter, macht Spaß. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Einstellungen rein. Also wir haben leider nur eine englische und eine chinesische Sprachausgabe, ich weiß nicht, japanisch. Und Sprache können wir hier die Texte umstellen, dass die auch auf Deutsch sind. Das lassen wir auch so. Ist auch extrem wichtig für die Leute, die jetzt überhaupt nichts mit Englisch anfangen können. Wichtig für Leute, die Linkshänder sind. Man kann es auch rechtshändig und linkshändig umstellen. Ist auch sehr wichtig. So, wir können Profile auswählen. Und ich hatte hier schon mal zwei angelegt. Für Leute, die jetzt wirklich mit drei Leuten im Haushalt sind, die einzelne Speicherstände nutzen wollen, auch cool gemacht. Ich nehme jetzt den leeren hier. Wir fangen komplett von neu an. Dann gehen wir hier in den Kampagnenmodus. Und los geht's. Die Unreal Engine. Carbon Studio. Das sieht auch echt extrem gut aus, finde ich. This is the threshold between your world and the realm of Meliora. If you are willing, a heroic adventure and shining victories await beyond this door. I hope that you are ready to take magic into your hands. Wir sind bereit. Wir wollen die Magie spüren. So, bevor wir anfangen, beim letzten Video, was ich mal gemacht hatte, hatten Leute oder habe ich um Feedback gebeten und da haben Leute erwähnt, dass die gerne auch die Optionen von dem Spiel sehen würden und das können wir auch gerne mal machen, wenn das den Leuten nicht wichtig ist. Also wir haben hier Grafikoptionen, wichtig finde ich hier halt HMD-Skalierung, kann man hier einstellen, habe ich auf 130%, dann sieht es ein bisschen feiner aus alles in der Vive. So, dann können wir hier nochmal allgemeine Optionen. Ja, wir können Untertitel anmachen und wie ihr gesehen habt, die sind auch dann in Deutsch. Also auch echt cool gemacht. Ja, 360-Grad-Modus nutze ich natürlich hier, weil ich ein 360-Grad-Tracking habe. Benutzerinterface voll habe ich eben mal versucht umzustellen, geht aber nicht, bleibt immer auf voll. Also man sieht nachher hier so einen großen Kreis, den kann man leider nicht abschalten. Finde ich echt schade. Dann gibt es noch dieses Selbstzielintensität, also man kann Feuerbälle und so weiter werfen, schleudern und 50% macht dann halt das Spiel, zielt so ein bisschen mit. Also sollte man auch so lassen, dann wird es ein bisschen einfacher, macht es auch dann mehr Spaß, wenn man ab und zu ein bisschen besser trifft. Ja, Sprachsprache, also Sprachausgabe ist in Englisch, Texte sind in Deutsch. Lautstärkeeinstellungen, ja. Hier ist echt cool, das hatten wir bei Furious Seas nicht. Man kann jede Spur extra anpassen von der Lautstärke her. Finde ich echt gut gelungen und sollte eigentlich jedes Spiel unterstützen. Dann haben wir die Bewegungseinstellungen. Ich finde, der bewegt sich etwas langsam, deshalb drehe ich den jetzt hier auch mal so auf 130%. Schnell drehen ist für mich jetzt okay. Man kann hier immer Sprinten einstellen, das lassen wir mal aus. Freies Bewegen ist an. Ja, das war's einfach mal und dann gehen wir mal zurück zum Spiel. So. I am Aurelius, time traveler and master spellcaster. I would bow if I could. Also, er würde sich verbeugen, wenn er könnte. Whatever you do here has no impact on the world outside. Don't panic, you can leave whenever you want. Keine Panik. But I'd appreciate a moment of your time. Ich hab doch gar keine Panik. Also wie ihr seht, das ist jetzt diese 130%. Finde ich jetzt echt okay. Wer jetzt noch schneller möchte, kann das natürlich machen, aber dann wird es schnell unrealistisch, finde ich. Also so ist eigentlich ganz normal. Und Teleport nutze ich natürlich auch. Get your teleportation spell ready. Any respectable wizard can safely teleport without seeing exactly where they are going.
So, wir können es. Wow. Wir können es teleportieren hinten. Auf diesen Plattformen. Aber sieht echt cool aus. Schön gemacht. Touch this glyph and I will show you a basic spell. The Fireball. Okay, und jetzt ist uns der Fireball hier It's one erklärt. Thing to cast a spell, quite another to hit a target. Try with those crystals. Ah, die Kristalle sollen wir treffen. Oh. Also funktioniert echt gut. Ich mache einfach eine Drehung, drück Trigger, mache eine Bewegung nach rechts mit dem Ding und dann. Das müssen wir jetzt mal alle kaputt machen, dann geht es erst weiter. Haben wir aber scheinbar unendlich Schuss von. Let's move on. Teleport to the next platform when you're ready. Ich bin ready. You can also teleport to any flat surface you can see. And don't get lazy, use your legs too. Mal gucken, ob wir da hoch können. Ah ja. Dieses Fortsetzen kann ich jetzt nicht wegdrücken, das bleibt da drin. Das meine ich mit diesem Hut, ist ein bisschen blöd. Was ist das? Oh, hier kann. Kann ich jetzt nichts machen? Okay. Go on, break some stuff. I hear it's fun. Mach ein paar Sachen kaputt. Machen wir das doch mal. Den können wir nicht kaputt. Das sind auch Kristalle, oder? Können wir die Statue hier? Oh! Cool. Brennt sogar weg. Okay. So, wo müssen wir hin? Ah, hier, okay. Oh. Another spell you need is the Arcane Shield. It will deflect melee and ranged attacks. Give it a spin. Ah, da haben wir ein Schild. Also Trigger und. Cool. Ah, die haben ein Schutzschild. Boom! Cast Fireball now. Ha! Stirb! Na, hast du denn? Now, let's get rid of these goblins and move on. Diese Kobold? Ah. Haust du ab? You can't cross this barrier, whether by magic or on foot. It will disappear when no more targets are around. Ja, wir haben keine Ziele mehr, das heißt, wir können teleportieren. Cooles Tutorial, finde ich. Da kommen wir nicht hin, ne? Nee. Ah, im Kampf kann man dann nicht so weit teleportieren. Now I'm going to show you a more powerful spell. Dann zeig uns mal was. Frostbow. I believe you'll find it quite useful. The frostbow comes with a quiver. Reach behind your shoulder and grip. The bow dissipates after a few shots. Ein Eisbogen. Ice, as you know, is not the most flexible material. Ah, jetzt habe ich hier meine Rift, Wife. Take as long as you need to practice, but remember, we have times and places to be. Naja, ich brauche nicht. Ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr trainieren hier. Da, Legolas wäre stolz auf mich. Ah, scheiße. Okay, gehen wir dahin. Tor öffnen. Wie greife ich das? Ah, mit der Grip-Taste. Und weg. You are now in the sanctum. Step inside and make yourself at home. Zeigen und halten, Gegenstände zu ziehen.
You should fit right in. Okay, das ist auch nicht schlecht. Kann ich hier noch irgendwas sehen? Sieht auf jeden Fall cool aus mit den Nebel oder Wolken. Wir haben eine kleine Zauberschule. Before you is a map of Meliora. The figurines represent the locations you will travel to. Pick one up and place it in the large slot. Wähle die Figur. To the left of the map is my collection of fate cards. They give you the chance to revisit your battles in makeshift alternate universes, where some details are different from the history you know. They don't really affect our time stream, but whatever you gain and learn there stays with you. Härten 1. Feinde haben 50% HP. If you want to play with fate cards, choose a region, then the cards you want to use, and then the stage you'd like to revisit. Warum haben Feinde mehr plus 50% HP? Macht da keinen Sinn. Now take the segment with gems on it. It will take you to the time and place of battle. Place it in the slot closer to you. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Okay. What makes this realm special are these rifts. These openings lead into strange dimensions and allow raw magical energy to flow into our world. Do forgive me the lecture, and please carry on if I'm boring you, but I personally find the topic fascinating. Only a true wizard can summon such energy by themselves, but many Meliorans specialize in using rift magic to create some incredibly useful enchanted objects. A blade only wounding the wielder's opponent is but the beginning of what can be achieved. Now, enter the goblins. Wow. Cunning, greedy, and ornery on the best of days. Ich kann nichts machen, okay. Our weapons for ages, but the mere thought of paying fairly is repulsive to them. Komm näher. In the end, they always resort to force to obtain what they want. Their army of orcs has snuck into Meliora. Should they succeed, the invaders will easily overpower the realm and its guardians. Das ist cool, wie sich alles zusammenbaut. Otherwise, the future will turn rather ugly very fast. Wow. You may not feel like you have big stakes in it, but I do find myself dreading the return of the grim reality I have worked on. Hat so ein bisschen was von Herr der Ringe. We're a bit off. The time is right, but the place is not. The time is right. Oh, das ist eine Truhe, die gucken wir uns an. Can you break it apart to see what's inside? Hey, one of my fate cards, lucky find. Härten 2, Feinde haben plus 75% HP. Also das müssen wir nochmal einer erklären. Also wer das weiß, kann mir gerne unter die Kommentare schreiben. Warum sollte ich den Gegnern mehr HP geben? Macht doch keinen Sinn. Kann man den Baum auch zerstören? Ja. Okay. We need to get into the ruins. Ich muss die Ruinen erreichen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt an. View of Pinewood. Wait. Something's wrong. Etwas stimmt nicht. Nobody seems to be around. Oh. The people must be scared of these airships. Nee. Da kann man nichts machen. Schade. Also sieht echt cool aus. Nur mir ist eben aufgefallen, als die Goblins, als ich die gesehen habe, die sehen jetzt natürlich nicht so mega prickelnd aus. Frage ist, ob da schon mal irgendwas drin ist.
Oh, das ist eine Riesenglocke da hinten. Hell's Bells. Das sieht schon geil The aus, muss man circular sagen. apparition floating in front of you measures the likelihood of your success. The more of the circle remains gold, the better. When you run out, you have to try again from scratch. Ah, meine AP-Leiste halt. Look out! Was ist jetzt? Show these guys what we're here for, would you? Oh, der scheint echt stark zu sein, der Bogen. Stirb! Ich kann hier auch den Bogen nicht kaputt machen, okay. I didn't know they could grow that big. Ach du Scheiße. Bogen macht Spaß. These ruins are quite famous, but astonishingly little is known about them. There is a rift in one of the remaining towers, and my favorite theory about the history of this place is that it was a wizard king's palace that was abandoned after the rift opened. Dies an Ketten? Nee, okay, shit. Man könnte Ketten irgendwie wegsprengen. Die Figur kann man wegspringen. Okay. Mal gucken, was jetzt hier passiert gleich. Okay, durch. Ich gehe mal ein bisschen zurück hier. War klar. Was da oben? Boah, hier ist echt dunkel. Da ist irgendwie... Na komm nochmal, so. Was war jetzt? You're right. You didn't get hit with debris and killed, did you? Die ganze Glocke ist runtergekommen. The way is open. The way is open, ja. Ich merk's. Finde ich, also diese Mischung aus Teleport und Locomotion finde ich echt genial. Gefällt mir. Das scheint alles so riesig hier zu sein. Lassen wir uns noch mal kurz da hinten. Oh, splendid! The sand from this hourglass can reinforce your synchronization with the timeline. Break it if you need it. Okay, das scheint Heilung zu sein, wenn man mal irgendwas hat. Okay, scheinbar war das der richtige Weg. Wenn es hier sowas wie den richtigen Weg gibt. Jetzt drehe ich mich aber noch mal um. Auch cool, Snapturn gibt's. Also Umgebung sieht richtig mega aus. Gegner. Umgebung kann man echt eine 2 geben, Gegner eine 4, finde ich. Aber trotzdem, der Spaß ist ja auch wichtig. Okay, kann ich mir jetzt nicht anziehen oder da irgendwas mitmachen, ne?
Was kann ich mit so Sachen denn machen? Kann ich die nicht schmeißen? Ich muss mal kurz gucken, ob ich Platz habe. Ah, bringt aber nicht viel. The presence of these crystals worries me. They often form around corrupted rifts and are great for providing power for spells, but they're quite volatile. It takes great skill or recklessness to use them. Okay, das sieht ja cool aus. Die zieht kaputt aus die Wand. Wow! Alter! Looks like you'll have to break through a wall to go further. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. A dragon! Duck! Okay, da will man keine Chance gegen haben. Is it friendly? I think it's friendly. Or at least neutral. Dragons never cared much for the affairs of lesser beings. Wow. Okay. Okay. Wo bin ich da? Dass ich nicht gleich vor Schreck weglaufe, wenn so ein Vieh hier steht. Get to some higher ground. We'll see where you need to go from up there. Also ich soll höher. Okay, der wird beschützt noch. Oh, bummer. I suppose it was too much to hope we could just cross an open area unchallenged. Are we still trapped? Okay, ich hab ein bisschen. Well, that doesn't seem right. There must be an anchor powering the barriers around here. Ah, such a large. Oops, that got their attention. Okay. Alter, steht er da. Oh, how I've missed these guys. Make sure your spells don't. So close to Pinewood. Don't lose steam now. Da kommt wieder was. Immer schön in die Eier rein. Fuck. Hab ich ihn schnell genug angekriegt? Excellent form. And it seems our path is finally clear. Well done, my young apprentice. Well done. I think that massive crystal was somehow responsible for Pinewood appearing lifeless earlier. I can hear the village life returning to normal. Ach da. From here on out, it should be smooth sailing. Have some fun shooting enemies. I'll provide moral support. Neuen Zauberspruch lernen. Na sicher. Blitzschlag, es hört sich gut an. Very well. Practice more if you like. You are going to have plenty of moving targets. Okay, Trigger. Aufladen und los geht's. The wow. Orange glyph behind you will return you to the sanctuary.
Macht schon Spaß. Was ist das hier noch alles? Achso, hier kann ich dann irgendwas alles lernen, was ich schon kann, oder? Das ist der Eisbogen. Das ist das Arkanenschild, Feuerball. Was ist das? Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht. Okay, also wir lernen noch zwei Sachen. Dann gehen wir mal zurück. I have a housewarming gift for you. Come over here. Hat ein Geschenk für mich. This is my spellbook. As I pass it to you, it will now show you your progress in the study of magic and the spells you will learn in the future. Okay. The glyph will take you into the pocket dimension that you already know and where you can practice. Gesamtzauber Erweiterung wiederherstellen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann ich das jetzt upgraden? Ah, okay. Kettenblitz. Der Blitz springt auf das nächste Ziel. Klar, kaufen wir. Okay. Okay, da könnte ich jetzt üben, brauchen wir aber nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal hier weiter. Schauen wir mal. So. Kiefernwald. Ist das nochmal das gleiche alles? Ruinen? Scheint echt so zu sein, ne? Okay, gut war ich halt nicht wirklich. Okay, machen wir mal Stufe 2. Ich weiß nicht, was dann passiert. Muss ich mir jetzt echt angucken, ob das haargenau das gleiche nochmal kommt. Nee. Kommt nicht der gleiche. Gelange in die Katakomben. Okay, da wo es rot leuchtet, da wir sind. Da geht es bestimmt rot. Ja, da geht es runter. Also das stört echt, das würde ich gerne ausschalten können, aber hat er nicht funktioniert. Oh, Catacombs. I've heard outlandish stories about what lies beneath the ruins. None of it's ever confirmed. There was, however, proof of a burial chamber somewhere in the deep dungeons with an unmarked but ornate tomb. It might hold the remains of the legendary wizard that built this castle. But what do I know? Oh nein, nicht zugehen! Okay, da kann man nichts machen eigentlich. Okay, für was war der Raum jetzt? Okay, ach so, ich brauchte das Ding jetzt. Okay, der nächste Türöffner. What are those called again? Pressure plates? Pressure plates. Well, one way to find out, yes. It's getting crowded here. Then out to the herd, would you? Stop!
Puh, die Kämpfe sind echt. Die kommen immer so plötzlich, die Viecher. Das sieht gut aus. Überleben. Have you ever played The Floor is Lava? Because I feel like the situation is becoming a little heated. Wohin? Ich glaube am besten. Okay, jetzt müssen wir immer wieder gucken, wo sich die Platten erhitzen. Und wir müssen auch noch kämpfen. Komm. Wird heiß, oder? Jo. Wow. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nur noch die Hälfte an. So, der ist gedown. Da ist irgendwann ein Schatten. Kein Problem. Wir haben zwar nur noch weniger als 50%, aber alles gut. Steige herab, ich will nicht. We have stumbled into the Mage King's own resting place. Powerful people rarely rest in peace. You should be wary. Oh, wird immer dunkler, oder? Hallo? Sind schon fies die Geräusche. Das ist wieder so eine Druckplatte. Gucken wir mal, was da passiert. Na komm. Hä? Oh, Blitz. Die kriegen wir nur mit dem Blitz auf. Wieder eine Karte. Nur ein Eid-Synchronisierungspunkt. Inkompatibel mit schwachkräftig. Also diese Karten sind mir so ein bisschen noch ein Rätsel. Ich hab's gemacht und trotzdem hat er das Schild nicht aufgesetzt. Have we here a portal? Let me see if I can sense what it is. Da war doch Energie hier, oder? Ach, warum treffe ich denn nicht? Ja, das ist gut. Energie braucht man nämlich jetzt. Das Bild ist auch bunter geworden jetzt. Dieses Flüstern. Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hintreten. Die roten Platten sind nicht gut, haben wir ja gelernt, ne? Ha.
Warum macht er das nicht? Hilfe! Alter! Hau ab, du Drecksvieh! Ja, super. Boah, ist das heftig. Komm. Wow! Ja, ich bin gleich tot. Ich stelle mich auch gerade richtig blöd an, glaube ich. Haben wir irgendwo noch Energie? Manchmal funktioniert das nicht mit dem. Stirb einfach. Somewhere nearby. Boah. Cave underneath these ruins. I think we should investigate. In any case, it can't be closed from this side and we can always return straight to the same spot thanks to the platform. Wahnsinn. Ja, Leute, beenden wir hier das Video, würde ich sagen. Ja, die Zuschauer haben sich ja gewünscht, dass ich so am Ende so ein kleines Review mache oder Fazit. Also nach, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt hier geht, so 40 Minuten würde ich mal sagen, kann man noch nicht allzu viel sagen, aber die Grafik stimmt, Musik ist cool gemacht, also stimmig auf jeden Fall, Synchronsprecher sind gut, Grafik, wie ihr seht, sieht natürlich echt toll aus. Die Gegner sehen jetzt nicht so super aus, aber trotzdem ganz okay. Besonders die großen Gegner gefallen mir. Die sehen besser aus als die kleinen. Die Goblins fand ich jetzt nicht so toll. Zaubersprüche sind cool gemacht. Ja, manchmal habe ich noch meine Probleme gehabt, so ganz schnell irgendwie einen Zauberspruch zu machen, wenn es hektisch wird. Aber echt cooles Spiel, was man sich echt näher angucken sollte, und ich werde es auf jeden Fall auch noch mal testen, und um genauer zu sagen, ja, ist das jetzt echt ein Top-Titel oder nicht. Aber ich finde es echt positiv, dass das jetzt für alle VR-Brillen rauskommt, und genauso sollte es sein. Jedes Spiel sollte für alle Plattformen verfügbar sein. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Wenn das Video euch hier gefallen hat, haut doch ein Like raus, würde ich mich echt darüber freuen. Und wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.